Weil wir hatten eben zwei Masken. Wir warten. Ich wollte schon längst da sein, aber ich muss noch was dazwischen kommen. Außerdem habe ich heute nur 3 Stunden geschlafen. Oha. Bist du über den Rage-Modus schon drüber oder bist du von Anfang an gechillt? Okay, sieht aus wie Phase 2 Akzeptanz. Ich kann gleich erst lesen, wenn ich tot bin, ja. Ich bin jetzt eigentlich. Man könnte eigentlich schon sagen, dass ich über den Rage-Modus schon drüber bin und mir jetzt ziemlich viel schon egal ist. Glaube ich, kann man so sagen. Also sag ich von mir selbst, es kann natürlich sein, dass ein Außenstehender das anders bewertet. Plupp. Was gibt's zu trinken? Ach, das ist eine komische Matcha-Limo, die nicht nach Matcha schmeckt, aber ganz okay ist. Aber mehr auch nicht. Sie ist ganz okay, mehr auch nicht. Okay, das war hier wieder ganz gut. Es wäre so schön, wenn es Checkpoints geben würde während dem Zeitspiel, dass man dann zwar irgendwie 5 Sekunden draufkriegt, aber man so einen schönen Checkpoint dann hat. Okay. Warum er auch immer abgesprungen ist, mir soll es egal sein. War gut für mich. It's good for you. Okay, auf dem Weg nach oben. 2 Minuten wieder. Ich habe Zeit. Alle Zeit der Welt. Mann, der bleibt immer an allen beschissenen Ecken hängen, ey. Eins all the time, Julia. Du bist die Beste. Gut begabt.
Da war das Timing schon wieder so beschissen. Aha. Okay, Zeit gut gemacht. Du bist wieder richtig. Dankeschön. Jetzt hoffen wir nur hier oben, dass das hier noch gut ist. Entweder ist es richtig scheiße. Nee, es geht nicht. Na, scheiße, Mann. Hallo, Stardos. Jetzt trudeln sie hier alle ein. Wenn ich in Crash am Failen bin. Sonst hat das immer geklappt, jetzt nicht mehr. Die gehen wenigstens schneller hoch und runter. Ist nicht so schlimm, wenn man da mal warten muss. 26. Passt schon wieder nicht. Jetzt machen die auch noch Radau über uns, ey. Hallo. Da war ich selbst dran schuld. Also ich bin bei 2 Minuten auf dem Weg nach oben. Shen, weißt du, was hier Goldrelikt ist? Von der Zeit her. Zufällig. Gerade so aus dem Kopf. Irgendwie 2:20 kann es nicht sein. 3 Minuten 10 oder sowas? Brunftschrei. Stirb, du Sau. Ich will jetzt wissen, was hier Gold ist. R1. Ja, 7 Minuten, das will ich nicht wissen. Bestenliste. Ach. Ich kann nicht nachgucken. Wenn ich nicht im Internet bin. Mir muss mal irgendjemand sagen, was hier Goldzeit ist, bitte.
Ja. Das hört sich aber gut an. Also es hört sich machbar an. Sagen wir mal so. Wir müssen dann oben einmal nur noch nach rechts, nach links gehen. Gucken, ey. War's ja schon. Ich mache mir halt immer viel zu viel Stress. Ich kann das ja eigentlich. Eigentlich. Jetzt haben wir zum Beispiel wieder eine ganz gute Zeit. Ich weiß immer noch nicht, ob wir jetzt einfach da drauf hüpfen können. So, eins, zwei, drei. The next one is mine. Ja, da verplempert man halt sau viel Zeit an der Stelle. Man könnte es natürlich auch anders haben, ne? Aber wir gehen ja auch nur mal sicher. Ja. Jedes Mal diese Stelle, jedes Mal verkrampfe ich mich wie eine Bescheuerte. So, 2 Minuten 12. 12 Sekunden langsamer als eben. Das ist schon eine Hausnummer. Aber zwei Masken, ne? Da hätten wir jetzt so hoch gekonnt. Ich hasse diese Stelle, weil diese dummen Pinöckel da immer so eine beschissene Hitbox haben. Wir sind oben. Neuer Rekord. So, und jetzt kommen die Scheißstellen. Okay, das haben wir geschafft. Da! Ah! Das ist das Ende. Ja! Oh. 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 Fick dich, du Drecksspiel, ey! Oh.
Es ist vollbracht. Das ist mir scheißegal, ob das mega falsch klang. Ich hab endlich dieses bescheuerte Dreckslevel fertig. Das ging auf einmal so schnell alles. Oh. So. Noch 10 Minuten Crash 2. Oh Mann, ey. Da mache ich mir jetzt gleich erstmal meine Gurken-Demo auf. So, Alter. Nee. Was? Ich lade das bei YouTube hoch. German YouTuber Orgasm After Mastering Stormy Essen. Läuft bei dir. Gut, dann mache ich mit dem Live-Let's Play hier Schluss. Wir haben es vollbracht. Endlich. Nach knapp, also in dieser Aufnahme knapp 2 Stunden. Und in der letzten Aufnahme waren es, glaube ich, auch nochmal 1 Stunde oder 1,5 oder so. Ja. Ich hoffe, euch hat dieses Live-Let's Play von Crash Bandicoot 1 aus der Insane Trilogy gefallen. Wir werden dann mit dem zweiten Teil das nächste Mal fortfahren. Und ja, man sieht sich, ne? Tschüss!